Haben Sie Pauschalpreise für Ihre Therapie? Ich bin Trennungscoach und keine Therapeutin. Nichts vorspielen hier. Bin ich eine von den Frauen, die abends heulend anrufen, weil ihnen der Tankdeckel abgefallen ist? Du riechst nach Sex. Was? Wovon soll ich denn hier ausgehen? Und du riechst von Beziehungen und langsam und Liebe. Mein Fokus liegt auf der Lösung punktueller Probleme und ich gebe praktische Hinweise. Aber wir gehen nicht in die Tiefe wie in einer Therapie. Ich find's gut, dass du dich wieder vögeln lässt. Wir wollen nichts mit Kräutern oder so. Vor 3 Monaten ist die Hochzeit geplatzt. Am Anfang ging's ja noch, aber jetzt kommt sie jede Nacht zu mir ins Bett. Für immer ist hier schon nicht gerade kurz. Das sollten wir wirklich lassen. Ja, sei genau so. Ich frage mich immer, wie sie das mit ihrem Job machen. Therapie und Astro, Mastro, wir glotzen uns die Sterne an und trinken unser Pipi-Bullshit. Okay. Ich zwing dich nicht, hier zu sein. Zählt vor meinem Telefon und immer wenn es ein Geräusch macht, mich voll glücklich. Versetz dich in die Zeit zurück vor Max. Pipi gleich gehen. Max steht voll auf den Geruch. Ah ja. Und ich will versuchen, meine Ohren zu mögen, damit Elias ein Barrik hinter mir liegen kann. Sag mal, hast du was gezogen oder was? Bei einer Trennung kann ganz viel wehtun. Besonders das Alleinsein. Susi, rück das Schwein raus. Raus. Ich habe das Gefühl, ich habe als Coach vollkommen versagt. Und irgendein Typ beschimpft mich als Voodoo. Outdoor-Spacken. Du spinnst doch total! Vielleicht können wir noch mal darüber reden. Weil ich bin... Es können keine weiteren Nachrichten gespeichert werden.